Okay. Nein, nein, nein! Wir haben absolut nichts getan. Stimmt doch, oder, Luke? Das ist richtig. Wir haben nichts getan, wirklich. Gut, gut, da bin ich erleichtert. Wir wollen doch nicht, dass ich Mamis kleine Schneeflocke hier durch eure Taten erschrecken muss, oder? Nee. Natürlich, werte Frau, wir tun unser Bestes, eure kleine Schneeflocke nicht zu erschrecken. Buh! Es scheint, als hätten ihre Tiere nicht nach uns gesucht. Anscheinend. Meine Stimme ist heute irgendwie so schwach. Weiß auch nicht. So strapaziert. Ah, dann brauchst du Doping für die Stimme. Ich trinke einen Smoothie. In der Tat. Ein Smoothie. Ja. Oh, mhm. Ich muss irgendwas machen, damit ich mal meinen 3DS... Ich brauche hier eine Ablage für meinen 3DS am besten. Damit ich auch immer die Hände frei habe für Sounds oder so zum Abspielen. Weil die wichtiger sind als das Spiel selbst. Ja, ist doch jedes Mal wieder merkt. Wie man jedes Mal wieder merkt. Ja. So, was? Ich hab Biber Oro. Du hast was? Biber Oro. Also ich weiß, was Oro heißt. Das heißt, das steht für Gold, aber... Birne, Banane, Orange, Rote Beete. Biber Oro. Ist voll gut. Echt jetzt? Ja. Steht da, also ist das ein Getränk, was schon so auf den Markt geschmissen wurde, oder hast du dir das selbst gemischt? Nee, das habe ich gekauft gestern in einem Discounter, der sich lohnt. Oh ja. Ich muss demnächst noch in einen. Ach nee, Quatsch, muss ich nicht. Ich krieg eine neue Waschmaschine, weil meine nicht mehr kaputt. Weil meine nicht mehr kaputt ist. Nein, weil meine kaputt ist. Und, naja, bei der ist, alles drin. Weil die aus einem bestimmten Discounter ist. Oh Mann. Verstehe. Ja. Da ist schon die Wäsche mit drin, das ist toll. Ja. Schön wär's. Oh, ich hab schon überlegt, ob ich schaffe, auszuhalten, bis die Waschmaschine da ist, meine Wäsche nicht mehr zu waschen. Ich komme gut voran und es hat sich noch niemand über den Gestank beschwert oder so. Höflichkeit. Ja, außerdem habe ich drüber nachgedacht. Ja, Höflichkeit, genau. Deswegen sagst du auch nicht, wie du meine Frisur findest. Ich finde die scheiße. Das ist aber sehr höflich von dir. Du hast mich nur nicht danach gefragt, deswegen habe ich nichts gesagt. Unhöflich von mir. Ja, ne? Nein, was war mit der Waschmaschine? Ich habe sogar kurz mal drüber nachgedacht, mir einfach immer neue Wäsche zu kaufen. Oh Mann, aber morgen ist ja alles vorbei. Wenn man in meinen Schrank schaut, könnte man meinen, ich habe jahrelang so gelebt. Oh wei. Kokowei sogar. Kokowei. So siehst du aus, wie ein Kokowei. Ich glaub den Witz. Und unten hängt ein riesen Ei dran. Namens Kopf. Ja, ich hoffe, du meinst den und nicht noch weiter unten. Da sind sogar Koko 2. Was? Oh Mann, weiter Duo hier. Duo-Wei. Was? Duo-Wei. Duo-Wei. Okay, anscheinend nicht. Ich möchte mich hier wirklich noch nach weiteren Informationen umsehen. Wir müssen echt mal vorankommen. Wir machen schon wieder das gleiche wie jedes Mal. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Aber die Leute sehen etwas zwielichtig aus. Umso mehr Grund haben wir nachzufragen. Ich bin sicher, sie haben alle möglichen Gerüchte gehört. Sophie muss dem Nervenzusammenbruch nahe sein, während sie darauf wartet, dass wir mit neuen Informationen zurückkommen. Wir können nicht mit leeren Händen zurück, richtig? Sie haben recht, gut. Suchen wir weiter. Sie heißen recht. Und weiter. Ja. Wieso suchen wir nicht dort drüben, Herr Wright? Herr Recht. Oh mein Gott, eine Katze. Oh.
Aua, mein Fuß! Oh, weißt du was? Ich mache jetzt mal was politisch Unkorrektes. Was ist denn ab explodiert? Ich glaube, es war ein... Gay. Weißt du, weil es eine rosa Explosion war? Ach so! Oh, das ist gemein. Und wahr. Oder da hat einfach nur jemand ganz laut einen fahren lassen. Hat jemand auch einen Sound abgespielt? So nennt man das heutzutage. Ja. Hä, was war das? Ah, ich habe einen Sound abgespielt. Fui! Das wäre jetzt wirklich... Ich hoffe, das setzt sich durch. Ich hab einen Sound. Oh Mann, okay, weiter hier. Die reden übrigens von selbst. Okay. Ich spiele ihre eigenen Sounds an. Was könnte denn explodiert sein? Oh, jetzt hätte ich den Sound mal anbringen müssen. Oh Mann, nein. Luke, alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Wie steht es mit Ihnen, Herr Wright? Wie steht es bei Ihnen, Herr Wright? Denke ich zumindest. Puh, dann bin ich erleichtert. Ach so, er ist erleichtert, also hat er den Sound abgespielt. In der Tat. Oh Mann. Was könnte diese Explosion verursacht haben? Jetzt sprechen wir wieder. Und dann auch noch hier. Wieso in Berlin Mitte? In der Mitte des Marktplatzes. Herr Wright, denken Sie gefälligst. Könnte eine Hexe das getan haben? Wir wissen, dass sie Feuer herbeirufen und Menschen in Gold verwandeln können. Was vielleicht können sie auch Sounds abspielen. Ja. Moment, wenn... Oh Gott, wenn wir Sounds abspielen können, dann sind wir Hexen! Verbrennt ihn! Oder vielleicht können auch noch andere Kreaturen als Hexen Sounds abspielen. Hallo! Nee, das war das Falsche. Das ist immer das Beste. Was? Ja, wenn du deinen eigenen Witz damit verkackst, indem du den falschen Sound abspielst. Hatte ich überhaupt einen Sound mit Helfen? Früher mal, ob du den noch hast, weiß ich nicht. Ich sehe ihn gerade nicht, deswegen. Gab's aber, glaube ich mal. Nicht täusch. Naja, macht nix. Gut. So, okay, dann, Sie können auf jeden Fall... Ach, was für Feuer können Sie denn herbeirufen? Goldenes Feuer. Ich dachte jetzt eigentlich eher so an die Größe. 20 Zentimeter Feuer. Das sind doch niemals 20 Zentimeter. Gigantomanische Feuer. Goldene gigantomanische Feuer. Es gibt keinen Zweifel, es muss Magie am Werk sein. Oder Bohneneintopf. Ja, ich glaube, es ist Bohneneintopf von Magie. Nee, Moment. Ich weiß, was das war. Wieso da jemand einen Sound abspielen musste. Der Grund dafür war... Scheidenpilz-Cremesuppe von Magie Meisterklasse. Das mit dem Bohneneintopf hat mich nämlich auf was gebracht. Auf Suppe. Das gab's ja auch mal. Ja. Hoffentlich hat jetzt von meinem Gesichtsausdruck keiner einen Screenshot gemacht. Ich habe zufällig gerade mal auf das Kamerabild rüber geschielt. Das ist schrecklich. Und ich weiß, genau jetzt, weil ich es gesagt habe, wird es jemand machen. Ja, einfach zurückspulen. Wir sollten die Gegend um die Explosion untersuchen. Lassen Sie uns gehen, Herr Wright. Aber wohin? Ich bin mir sicher, Sie können etwas finden, das uns auf die Spur der Hexen bringt. Ich warte so lange hier. Richtig, und wenn wir Verletzte finden, können wir ihnen helfen.
Na, wenn das so ist. Wieso teilen wir uns dann nicht auf? Sie kriegen meinen Kopf und ich ihre Füße. Ja, meine tun nämlich so weh. Ich gehe mit ihren Füßen und suche diese Seite ab. Oh Mann. Sollen wir die jetzt nochmal ansprechen? Kriegen wir jetzt ein Rätsel? Oder? Nee. Da hinten war was. Ja, Luke. Was? Ach so. Ich verstehe. Im Explosionsradius ist nichts mehr übrig. Stimmt etwas nicht, Herr Wright? Haben Sie mir nicht zugehört? Sie sollen darüber gehen. Stimmt etwas wie denn ohne Füße? Machen Sie sich keine Gedanken über diese Seite. Der Spitzenlehrling hat alles unter Kontrolle. Ah, der Spitzenlehrling. Okay, ich mache mir keine Sorgen über um die Seite da. Okay, dann gehe ich mal davon aus, was ist das? Glücklicherweise wurde bei der Explosion niemand verletzt. Das müssen Sie sagen, weil sonst nehmen wir an, dass hier übelste Schäden entstanden sind. Wie bei Layton 3. Ich wollte es gerade sagen, ja. Meine Güte, wieso geschehen diesem Stadtviertel immer so seltsame Dinge? Statt was anderes, egal. Geschehen immer? Nee, wer war halt? Wen hatte ich denn? Nee, geschehen immer? Oder so? Miss McWenny, was ist denn hier sonst passiert? Ist das nicht offensichtlich? Dieses Viertel war völlig friedlich, bevor ihr angefangen habt, helle Hexen zu verteidigen. Ihr erinnert euch an diesen Vorfall mit Hotz und Klotz, oder nicht? Das war aber nicht in diesem Viertel. Oh, ja, das ist hier in der Nähe passiert, richtig? Ist es? Weiß ich nicht. Ja, direkt auf dem Weg, der durch den Wald zum Gericht führt. Wisst ihr, mir ist gerade etwas Seltsames eingefallen. Was denn? Direkt vor der Explosion habe ich einen hellen Funken auf dem Boden gesehen. Einen hellen Funken? Wie lange labert die noch? Ehrlich gesagt habe ich genau den gleichen Funken gesehen, bevor die zwei Nichtsnutze in Flammen aufgegangen sind. Ihr habt also einen hellen Funken auf dem Boden gesehen? Dann war das Inflammatio! Ja, ja! Oder Feuersturm. Ich habe es sicher gesehen. Ich habe zweifellos einen Funken am Boden. Funkenflug. Funkensprung. Sprung. Stimmt. Und ihr sagt, es war vor der Explosion? Das hat etwas mit Magie zu tun, nicht wahr? Ich fürchte, das kann ich nicht sagen. Mickey und ich bleiben weit, weit, weit weg von diesem Chaos. Keine Prozesse mehr. Jetzt gehe ich zurück zu meiner Farm. Ich muss mich um die kleinen Schätzchen kümmern. Zu ihrer Familie? Das ist ein tolles Wort für Vieh, das nicht nur als Nutzvieh genutzt wird. Sondern zu anderen Dingen auch genutzt ja, wird. Ja, das ist dann die Familie. Oh Mann. Sag nichts dazu. Das ist meine Frau Bertha. Mö. Oh Mann, ich sehe die verrückte Ziegenfrau, wo wir mal wieder bei Familie wären. Ist so verrückt wie immer. Na dann, ist ja schön, dann Chips. Wieso hat das Schicksal es auf mich abgesehen? Ich konnte kein Ritter werden. Und jetzt seht euch meine Kartoffeln an, es sind alle gebacken. Wer würde denn jemals eine gebackene Kartoffel essen? Gute Frage. Boah. Warum sagt der boah? Boah. Vielleicht hat er irgendwo eine Schlange gesehen. Genau. Boah! Nur mit der Ruhe. Was ist denn? Was willst du denn? Was ist denn so toll? Boah! Zeig mal, was willst du denn?